1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Nochmal die Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. 0800 220 50 50, dann ruft an. Oder wenn ihr mit mir sprechen wollt, könnt ihr auch erstmal faxen unter 0800 220 50 51 oder mailen unter domian@wdr.de. Wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen, damit wir dann auch gegebenenfalls schnell zurückrufen können. Wer ist der Erste heute Nacht? Der Erste ist Sven. Stimmt. 21 Jahre alt. Guten Morgen. Genau, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe vor circa einem Monat in unserer Diskothek, wo ich auch arbeite, ein Mädel kennengelernt. Haben uns ein bisschen getroffen, unterhalten, alles schön und gut. Und circa 3 Wochen nach unserem ersten Treffen hat sie mir dann erzählt, dass sie als Prostituierte arbeitet. Mhm. Und hat aber auch gleich einen Anzug noch erzählt, dass sie gerne eine Beziehung mit mir hätte. Ja. Ja, das fand ich dann im ersten Moment nicht so einfach und nicht so prickelnd. Nee, ist klar, im ersten Moment schockt einen das. Ja. Finde ich auch eine normale Reaktion. Wie hast du denn im ersten Moment darauf reagiert? Was hast du gesagt zu ihr? Ja, ich habe erstmal schlucken müssen und habe erstmal gar nichts sagen können. Mhm. Und es war bei ihr zu Hause und saß bei ihr schon auf dem Bett und es ging dann gar nichts erstmal. Ja. Also ich bin auch erstmal kurz vor die Tür gegangen und Zigarette rauchen, aber... Aber bist dann irgendwann zurückgekommen? Ja, klar, ich bin dann zurückgegangen irgendwann. Und hast dann irgendwas zu ihr sagen müssen? Ja, ich habe versucht halt erstmal mit ihr zu reden, warum sie das macht und was da überhaupt genau vor, wie es überhaupt vor sich geht. Wie lange macht sie es denn schon? Sie macht es jetzt 6 Monate. Ach, auch noch nicht lange? Nee, und wie, wie alt ist sie? Sie ist 24. Mhm. Und sie will das auch nur noch 2 Monate machen angeblich. Und hat sie dir erzählt, erklärt, warum sie da reingerutscht ist oder warum sie das macht? Und sie hat es mir versucht. Sie hat mir nach dann irgendwann gemeint, sie hat Schulden und die muss sie abarbeiten. Aber wie und woher die Schulden sind, konnte sie nicht sagen. Nun hast du so ein bisschen nachgefragt. Hast du das dann auch verbunden irgendwie mit einer Bewertung? Hast du gesagt, nee, unter den Umständen kann ich eigentlich jetzt mit dir nicht näher... Oder will ich nicht? Oder lass uns ein bisschen Zeit? Oder hast du da in der Richtung irgendwas gesagt? Nein, eigentlich nicht. Ich habe, wie gesagt, mir das erstmal angehört, was sie überhaupt macht und wie sie das überhaupt eingestellt ist. Und dieses Gespräch, wann war das? Das war jetzt am Mittwoch. Ach so, das ist auch ganz neu. Das ist ganz neu noch, ja. Hast du jetzt seit Mittwoch mit ihr nochmal telefoniert oder irgendwie euch getroffen? Habt ihr euch getroffen? Ja, ich war dann am Mittwochabend noch bei ihr nochmal und habe noch bei ihr übernachtet. Mhm. Und gestern waren wir zusammen in der Diskothek noch. Übernachtet heißt auch mit Sex? Ja. Ja. Das hat dich nicht irritiert, die Vorstellung, dass sie das beruflich auch macht? Nein, auf einer Sicht nicht, aber jetzt im Nachhinein ist es mir komisch, weil ist es nun mal so eine Prostituierte. Ja. Und das Gefühl, mit einer Prostituierten zu schlafen, beziehungsweise wenn ich es auch anders kennengelernt habe, ist halt ein bisschen komisch im ersten Moment auch. Wie und wo arbeitet sie? In einem Club auf der Straße? Sie arbeitet in einem Club, in einem großen Club. Wie sind denn deine Gefühle für die Frau? Ja, also... Ich fühle eigentlich schon auch ein bisschen mehr wie Freundschaft für sie. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie ich jetzt genau darauf auf sie zugehen soll und machen soll. Weil jemandem zu erzählen, ich habe eine Freundin und die ist prostituiert, ist auch nicht so einfach. Lass mal erst die anderen Leute raus. Ja. Ne? Lass mal über dich reden. Bevor du das gewusst hast, da sind die doch auch schon ein paar Wochen ins Land gegangen. Ja. War da schon so ein, dass ich so schon Verliebtheitsgefühle entwickelt haben, Prickeln im Bauch und... Ja, das war schon alles da. Das war alles da. Ja. Das heißt, als sie dir das gesagt hat, war das mehr oder weniger erstmal nochmal so ein Rückschlag. Ja, genau. Ja. Mhm. Sie hat gesagt, dass sie eigentlich gerne da raus will, wieder. Mhm. Hat sie auch gesagt, dass ihr das eigentlich nicht liegt, dass das nichts für sie ist, dass sie vielleicht sogar darunter leidet, das zu machen? Also sie leidet nicht darunter, aber sie sagt halt, für sie ist es ein Job und in dem Moment schaltet sie einen Knopf im Kopf um. Und sagt, das ist jetzt Arbeit und da verbinde ich jetzt keine Gefühle mit und danach schalte sie wieder den Knopf und sagt, jetzt bin ich wieder ein normaler Mensch. Gut, aber offensichtlich scheint das nicht so gut zu klappen, dann würde sie ja nicht da weg wollen. Ne? Dann wäre das ja ein Job wie jeder andere auch. Ja. Ja. Wie hoch sind denn ihre Schulden? Das sind, glaube ich, um die 3000 Euro noch, die sie jetzt noch abzahlen muss. Ah ja, das ist ja auch noch nicht so die irre Schuldenmenge, ne? Ja, es waren mal 10.000, aber ja.
Es wurde nicht so gesprochen nach dem Motto, also wenn du mit mir zusammen sein solltest, willst, dann nur unter der Bedingung, dass, so konkret seid ihr noch gar nicht geworden. Nein. Nee. Frag ich dich jetzt, wäre das jetzt eine Bedingung, so erstmal so unter uns gesprochen, dass du sagst, ich würde gerne mit dir zusammen sein wollen, ich bin ja ihr schon verliebt, aber ich kann nur auf der Basis, wenn sie sagt, ich gehe da raus aus dem Job. Ja, also die 2 Monate muss ich ja machen und dann würde ich das auch so sagen, entweder lässt den Job oder es ist halt nichts. Was hast du gesagt, die 2 Monate muss sie noch machen? Ja, wegen dem Geld halt. Sie hat noch keine Möglichkeit, Geld dran zu kriegen in der kurzen Zeit. Mhm. Das heißt, du wärst bereit, das 2 Monate so zu dulden und hinzunehmen und damit zu leben, sagen wir es so. Ja, im Grunde genommen schon. Ja, weil du die Frau schon gerne hast. Ja. Mhm. Dennoch bist du unsicher und hast auch hier angerufen. Genau. Ja. Einfach, wie gesagt, weil es halt nicht normal ist, nicht Alltag ist. Mhm. Jeder andere arbeitet McDonalds nebenbei oder sonst was und sie halt im FKK-Club. Ja, ja. Nun habe ich gerade gehört, dass dir schon auch die Meinung von den anderen Leuten ein bisschen was bedeutet. Ne? Ja. Klar. Ist ja bei uns allen so irgendwie. Natürlich darf man das nicht zu sehr gewichten, sondern man muss immer darauf achten, was man selbst will, wo man selbst hin will. Das wäre schon schlimm, wenn deine Kumpels das erfahren würden. Hier die Freundin von Sven, das ist eine Hure. Ja. Ne? Ja. Also ich weiß auch nicht, wie sie damit umgehen würden. Ja, also du musst es ja auch nicht jedem auf die Nase binden gleich. Ne? Also ich finde, Sven, das Allerwichtigste ist erstmal die Frage, was ist in deinem Herz los? Mhm. Liebst du diese Frau? Bist du verliebt oder tut sich da so etwas an, schon so wie Liebe? Mhm. Das ist, finde ich, die entscheidende Frage. Ja. So, und wenn du das mit Ja beantwortest oder mit annähernd Ja, dann würde ich sagen, dass ihr einen Weg gemeinsam finden solltet. Mhm. Ist das ein Ja in dir? Würdest du sagen, das ist schon... Wollen wir mal das Wort Liebe oder Verliebtheit so doch nochmal so ins Spiel bringen? Also es ist eher ein Ja wie ein Nein. Mhm. Mhm. Dann versuch es. Dann mach es. Es wäre ja absurd, diese Frau und diese Liebe, die da vielleicht wächst, darauf zu verzichten, ich sag mal jetzt nur, weil sie diese Sache macht. Ja. Vor allen Dingen, wenn es eine Perspektive gibt, dass sie da rausgeht. Also auf Dauer kann ich das gut verstehen, dass man das nicht kann. Ich könnte es auch nicht. Aber wenn du sagst, okay, das ist ja ein Kompromiss, das ist ja ein richtiger Kompromiss. Du sagst, okay, 2 Monate, das brauchst du, um deine Schulden runterzudrücken. Aber dann gründen wir beide quasi unsere Beziehung und du gehst einem ganz normalen Job wieder nach. Ja. Was meinst du, wie ist deine Einschätzung? Wird sie sich darauf einlassen? Ich denke schon, dass sie sich darauf einlässt. Ja. Was hat sie denn vorher beruflich gemacht? Sie kommt aus Rumänien, also sie hat eine Ausbildung als Friseuse gemacht da. Ja, das heißt, da könnte sie hier irgendwie auch runterkommen. Ich gehe schon von da aus, ja. Was sind das für Schulden? Warum hat sie die Schulden gemacht? Hat sie dir das erzählt? Nee, das hat sie mir nicht erzählt. Würde ich auch erstmal fragen. Ich finde, da hast du ein Recht drauf, damit du auch richtig was erfährst über die Frau und die Person. Ja. Also auf keinen Fall irgendwie was auch mit dem Gewerbe zu tun hat, irgendwie Drogen oder sowas. Das hat sie mir gesagt, weil da steht sie gar nicht zu. Ja. Also, bleib bei der Frau, finde ich schon. Ihr müsst es nicht rausposaunen. Und selbst wenn es irgendwann mal durchsickern sollte, finde ich, ist eine Liebe immer noch wichtiger als das Gequatsche von den Leuten. Ja. Es ist ein Mensch, den du lieb hast. Und wenn der Mensch eine Weile halt so einen Job macht, ist es auch nicht die große Schande. Mhm. Ne, finde ich. Ja. Es gibt so tolle, so nette Frauen, die in dem Gewerbe arbeiten. Da könnte manch einer, der nicht im Gewerbe arbeitet, sich aber eine dicke Scheibe von abschneiden, charakterlich. Mhm. So muss man es auch sehen. Ja. Ne? Schon. So, Sven, in diesem Sinne. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Die Ann hat die Nummer auch gewählt und ist schon hier in der Sendung. Hallo Ann. Hallo Domian. 39. Genau, richtig. Ja. Ich habe mich gemeldet bei dir, weil ich gestern eine Sendung gehört habe. Ja. Da hast du einmal mit Fabian geredet und gleich darauf mit Elke. Und die hatten beide mehr oder weniger dasselbe Thema. Stimmt. Das waren Frauen, oder einmal hat ja ein Mann gesprochen, das andere mal eine Frau. Aber es ging immer um Männer, die bisexuell oder wie auch immer Verbindungen in die Schwulenszene hatten. Mhm. Sex mit Männern hatten. Genau. Und diese Männer haben sich dann verliebt. Ja. Ich habe das gehört und ich musste dann, als die Elke angerufen hat, musste ich ein bisschen lachen, weil ihre Situation, als sie sich dann so beschrieb mit 39 und mein Freund, der geht in Gay-Chat und der ist bi und der trifft die Männer so zum Sex, sagte ich, ja, das kenne ich, das mache ich auch schon seit Jahren. Also ich gehe nicht in den Gay-Chat, sondern mein Freund macht das. Ja, du bist ja in gewisser Weise auch gay dann, ne? Wenn man es immer um die Ecke denkt.
Wenn du das englische Wort meinst, bin ich auch gay, ja. Also, wir halten fest, du hast einen Freund oder einen Mann. Ja, ich habe einen Freund. Einen Freund, wie lange schon? Seit 5 Jahren. 5 Jahren. Der geht auch in die schwulen Chats. Genau. Geht der denn nur in die schwulen Chats oder geht er auch zu den Schwulen hin? Der geht auch zu den Schwulen hin. Der geht auch zu den Schwulen hin. Schon immer, solange ihr euch kennt? Also am Anfang hat er nicht so richtig mit der Sprache rausgerückt, aber wir haben eine offene Beziehung von Anfang an geführt. Das heißt, er macht, was er will. Ich mache, was ich will, in einem bestimmten Rahmen. Und ich glaube, so seit 4 Jahren oder auch vorher auch schon, aber seit 4 Jahren weiß ich ziemlich genau, dass er das macht. Hat er dir das von Anfang an gesagt? Er hat mir das von Anfang an gesagt. Und da hast du keine Schwierigkeit mit gehabt? Habe ich überhaupt keine Schwierigkeit. Und hast tatsächlich von Anfang an auch gesagt, okay, wenn dir danach ist, geh raus und hol dir deinen Spaß. Aber ja, das ist der Grund, warum ich gestern dann so in mich gegangen bin und mich bei euch auch gemeldet habe. Du hast der Elke gegenüber gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass du dem das erlaubst und dass du nicht eifersüchtig dabei bist. Ja. Und ich habe von Anfang an gesagt, ja, mach das. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe zwar immer gedacht, verdammt nochmal, ich muss jetzt eifersüchtig sein. Ja, wobei, ich muss mal eben die Unterscheidung treffen. Also ich war da so ganz erstaunt, als es auch darum ging, dass der Partner sich verliebt hat. Ja. Ne? Wenn das eine pure Sexgeschichte ist, kann ich das eher nachvollziehen, dass man das ja auch toleriert. Aber ich frage jetzt auch gleich mal zwischendurch schon bei dir, war das oder ist das bei deinem Freund so, dass er sich auch schon mal in Typen verknallt oder ist es reine Sex? Er sagt, er könnte sich an Männer nicht binden. Also er könnte so eine Beziehung, wie er zu einer Frau hat, so eine Liebesbeziehung nicht mit einem Mann führen. Das ist natürlich schön für dich zu hören, ne? Ja, wobei ich das gestern ja von Elke oder Fabian auch gehört habe und dann ist es doch anders. Dann ist es doch anders. Wie oft geht denn dein Freund in die Schulenszene oder wohin auch immer? Je nach Lust und Laune, das ist ein-, zweimal die Woche, einmal im Monat, also recht intensiv. Sind das immer andere, anonyme Partner oder hat er so ein festes Netzwerk, wo er sich so ab und zu mal meldet? Sowohl als auch. Also der hat da wohl ein paar Leute, die er immer wieder trifft, aber er hat auch Spaß dran, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Kennst du denn auch einige von den Jungs, mit denen er Kontakt hat? Nee, wir haben das mal versucht, weil ich würde gerne diese Jungs oder einen Teil davon wenigstens kennenlernen, weil ich einfach, ich habe das eigentlich schon lange, ich habe Spaß daran, Männern zuzuschauen oder auch dabei zu sein. Wenn Männer Sex haben? Ja, wenn die sich küssen, wenn die Sex haben. Also ja, das habe ich schon auch von Frauen gehört. Ja, es ist genauso wie wenn heterosexuelle Männer gerne Lesben zugucken. Ja. Ne? Es ist irgendwie besonders. Ehrlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ja, genau. Ja. Und deswegen haben wir versucht, irgendwie da einen Kontakt zustande zu bringen, was ein bisschen schwierig ist, weil er häufig unter die Männer geht und gar nicht sagt, dass er bi ist, sondern dass er schwul ist. Schönstes wäre, du sitzt entspannt im Schlafzimmer in der Ecke, ein Gläschen Wein daneben stehen und guckst zu, wie die beiden sich richtig knallhart oder erotisch, wie auch immer, sexuell vergnügen. Ja, habe ich schon gehabt. Hast du schon gehabt? Ja, wir haben lange gesucht. Es ist eigentlich immer wieder gescheitert, weil ich mit den Männern irgendwie nicht klargekommen bin. Ja. Also die, weiß ich. Hey, und dann kam irgendeiner. Das war aber jetzt tatsächlich ein Bi-Mann, kein Schwuler. Ja. Und da hat es geklappt. Und da hat uns eine Freundin verkuppelt, eigentlich erstmal mich mit ihm. Und warst du denn dann nur reine Zuschauerin oder hast du auch mitgemacht irgendwann? Am Anfang habe ich meine Rolle nicht so richtig einschätzen können. Da wusste ich nicht so richtig, wie ich mich da einfühlen soll. Hast du erstmal die Jungs machen lassen? Ich habe erstmal die Jungs ein bisschen machen sollen und habe dann nicht viel Eigeninitiative ergriffen und fühlte mich zunächst mal, da kümmert sich ja keiner um mich. Weil ich es eigentlich, wir sind halt sehr offen, wir sind in Swingerclubs gewesen. Da dreht sich immer alles um die Frau, ne? Ja klar, ja, da war es da natürlich anders. Ich will es mir konkret vorstellen können, die beiden Jungs sind zugange. Ja. Du bist dabei, du fühlst dich vernachlässigt. Warst du denn schon ausgezogen? Oder hast du dann halbwegs, ja. Und hast du wie so ein Mauerblümchen dann da gesessen, hast gesagt, warum kümmert sich keiner? Ab und zu habe ich halt dann versucht, da einzugreifen und ich bin auch nicht ausgestoßen worden oder so. Aber ich habe halt nicht genügend Eigeninitiative. Du hast da zum ersten Mal gesehen, wie es aussieht, wenn Männer mit Männern Sex haben. Ja. Also real, direkt vor deiner Nase quasi gesehen. Hat es dich sehr erregt schon sofort? Ja. Mhm. Doch, also ich, wenn Männer sich küssen, ist eigentlich noch das, was mich am allermeisten anmacht. Ja. Wann haben die Jungs dich denn nun endlich dazugenommen? Ich weiß, ja. Also es kam dann zu.
es hat eigentlich einige Treffen gebraucht, bis ich wirklich mittendrin war. Also ich bin von Anfang an mittendrin gewesen, aber ich habe mich zurückgehalten und habe nicht die Rolle gespielt, die ich gerne gespielt hätte. Ah, weil die beiden hatten genug miteinander zu tun. Ne? Das war eben nicht das, was ich kannte. Aber irgendwann gab es dann schon diesen klassischen Dreier. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Konzentriert auf dich. Mehr oder weniger konzentriert auf dich. Mal so, das wechselt ja. Also das Schöne ist ja, das wechselt ja. Also da kümmern sich eigentlich immer hauptsächlich zwei Leute miteinander, oder so habe ich das immer erlebt. Und der Dritte macht mit oder auch nicht und genießt das, was er sieht oder das, was er fühlt. Aber es ist eben auch die Möglichkeit, wie du eben schilderst, dich zurückzulehnen mit einem Glas Wein und einfach nur zu genießen. Ja. Wobei ich mir diese Dreierkonstellation eigentlich für die Frau schöner vorstelle, als wenn es zwei knallharte heterosexuelle Männer sind. Weil es doch eine schönere organische sexuelle Masse ist. Genau, ne? Wenn die Männer sich das habe ich mir immer gewünscht. Ja? Ja, wir haben lange, das war so eine Fantasie, die ich immer mal umsetzen wollte. Wir haben lange nach einem Mann gesucht und wir haben immer einen Bi-Mann gesucht. Mhm. Weil wir gedacht haben, es muss ein Bi-Mann sein, weil ich bin ja als Frau dabei. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Aber wir sind nie fündig geworden, weil die Männer, die man dann so im Internet findet, ich drücke das jetzt mal wirklich bewusst auch provokant aus, die denken, oh geil, da kann ich die Frau ficken, den Mann nehme ich mit, muss halt so sein. Ja. Und wir haben einige Dates gehabt, ja? Ja, ihr habt ja eine fünfjährige Beziehung. Das hört sich ja alles ziemlich toll an und locker und arrangiert. Ist es wirklich so? Kannst du sagen, dass ihr für euch so ein Modell gefunden habt, dass ihr beide eigentlich zusammen seid, eure Liebe praktiziert, aber dennoch jeder so sein Ding macht? Ist es so oder gibt es auch Probleme? Es ist eigentlich so, aber ich glaube, es gibt Probleme, wie es auch in jeder Partnerschaft gibt. Es gibt Eifersüchteleien, es gibt auch Unfreiheiten, wo ich eigentlich weniger, wo mein Freund denkt, er könnte nicht das machen, was er wollte. Aber so im Großen und Ganzen ist es ziemlich geil. Du hast gerade gesagt, wir billigen uns gegenseitig so diese Freiheiten zu. Was billigt er dir denn zu? Kannst du auch schon mal ausscheren mit einem anderen Mann? Ja, natürlich. Also ich mache ziemlich das, was ich will. Ja. Wobei, das ist falsch, aber ich denke immer, ich mach all das nicht, was ich auch nicht möchte, dass er mit mir macht. Aber das funktioniert natürlich nicht so, weil jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Und ich glaube, er hätte nicht so viel dagegen, wenn ich zum Beispiel einen Mann regelmäßig immer wieder treffen würde. Ich hätte aber ein Problem damit, wenn er, mit Männern habe ich nicht so die Probleme, eine Frau regelmäßig immer wieder treffen würde und eine Art Beziehung dazu entwickeln. Also es ist alles kompliziert, ne? Es ist unlogisch irgendwo und kompliziert, so ein Geflecht, ne? Ja. Aber deswegen finde ich das mal sehr bewundernswert, wenn ein Paar das so doch einigermaßen gut hinkriegt. Ja. Und sich daher einen Freiraum schafft und sich selbst nicht beschädigt. Ja. Die Gefahr, dass man sich verknallt, die ist immer da. Auch wenn man Sex hat oder wenn man auch keinen Sex hat mit anderen Leuten. Ja, ich meine, es gibt ja so viele Leute. Also entweder man hat gar keinen Sex mit Leuten und lernt trotzdem jemanden kennen, aber es gibt so viele Leute, die auch fremd gehen und das finde ich eigentlich viel, viel schlimmer. Ja. Wir gehen nicht fremd, wir reden über alles, wir haben sogar noch was davon, wenn der andere das macht. Genau, es gibt keine Lügerei, es gibt keine Geheimnisse und das ist Gold wert, finde ich. Ne? Ja, dass man es erweitert auch meinen Horizont auf jeden Fall. Also er sitzt dann morgens am Frühstückstisch da und erzählt mit leuchtenden Augen, da habe ich das und das gemacht. Und das sind ja Sachen, also sechs Leute oder drei Leute können mehr machen als zwei. Klar. Drei Leute haben mehr Ideen als zwei. Und das sind dann einfach Sachen, auf die ich vielleicht alleine gar nicht gekommen wäre. Und dann probieren wir das auch aus. Also, ich finde es gut und ich wünsche euch, dass das auch weiterhin so gut läuft und dass das Arrangement einfach auch so hält, wie ihr euch das da so gebaut und gebacken habt. Dankeschön. Alles Gute an. Tschüss. So, meine lieben, Post ist jetzt angesagt. Fangen wir mal an mit Heinrich. Heinrich aus Hessisch-Lichtenau. Der schreibt, hi Domian, ich habe dich erst vor kurzem im Fernsehen gesehen und bin komplett beeindruckt. Das ist das interessanteste Talkformat, das es je im deutschen TV gegeben hat. Mach weiter so, Grüße Heinrich. So, nun glaubt ihr mal bloß nicht, dass wir hier nur so nette Post kriegen, wie die gerade hier von Heinrich vorgetragene Post. Es gibt auch immer wieder sehr böse Post. Und ich möchte euch jetzt zwei Mails vorlesen, die so in die Kategorie hineinpassen. Das erste ist anonym. Anonym mag ich immer sehr gerne. Das sagt dann immer schon viel aus über den Absender. Also ohne Anrede. Es geht direkt los. Nachdem du deine so dämliche Äußerung gemacht hast, Domian, dass du für ein Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen bist, habe ich meiner Frau unter Androhung von Ehekrach verboten, deine Sendung zu gucken. 130 zu fordern, ist kompletter Schwachsinn.
Die meisten Unfälle geschehen nicht bei über 130, sondern bei Tempo 30. Wer für ein Tempolimit ist, ist gegen die wirtschaftliche Entwicklung. Aber das, Domian, interessiert dich ja nicht. Du bist besserwisserisch und intolerant. Halte dich mit solchen Äußerungen zurück. Das war ja noch harmlos. Im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt. Da schreibt ein gewisser Nader, das ist ein männlicher Name aus Gevelsberg, nicht anonym, sondern mit Namensnennung, der schreibt zu ihrem Thema Fleisch in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ihr zum Erbrechen widerliche und unsympathische Domian ist nicht in der Lage, sich mit einem überzeugten Veganer zu unterhalten. Dieser fast geistig behinderte Moderator, der mit Stolz erzählt, dass er gerne ermordete Tiere frisst, ist ein verheerender Meinungsmacher. Dem tierfeindlichen Domian wünsche ich von ganzem Herzen einen möglichst baldigen und qualvollen Tod. Das schreibt der Tierfreund Nader. So, jetzt aber noch ein bisschen was Erfreuliches zum Schluss. Von Peter und Karin aus Limburg an der Lahn. Die schreiben: Hallo Domian. Leider haben wir deine Sendung vom 25.02. verpasst. Es ging dort wohl um das Thema Schnecken. Man hat uns erzählt, dass du dich sehr dafür interessiert hast. Zu Recht. Wir betreiben seit 3 Jahren ein Verhaltensforschungsprojekt mit Weinbergschnecken. Und wir können dir nur sagen, Schnecken sind sensationell. Es gibt kein Lebewesen auf der Welt, das friedlicher, zärtlicher und unkomplizierter ist. Die Menschen müssen noch viel mehr über Schnecken wissen. Guck doch mal auf unsere Homepage www.helix-pomatia.de. Das habe ich gemacht und das war wirklich sehr interessant. www.helix-pomatia.de. Ende unserer kleinen Postecke. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Martina. Und Martina ist, halt, wo ist sie? Hier, 38. Guten Morgen. Oh, du bist aber weit weg. Du musst näher ran. Ja, du hast die Freisprechanlage an. Ne? Ja, gut. So. Ja, das ist gut. Monika. Ja. Nee, Martina. Martina. Wir sind dabei, unseren 18-jährigen Sohn gerade wieder in den Knast zu bringen. So traurig, wie sich das anhört. Wir ist Werner. Ja. Hier steht nämlich bei mir noch Werner, 56. Das ist dein Mann oder dein Partner? Mein Mann, ja. Ja. Und der Vater von dem Knaben. Den Jungen in den Knast zu bringen? Ja. 18 Jahre alt? Ja. Was ist denn los? Ja, er hat also sehr früh eine Karriere mit Drogen angefangen, ohne dass wir es bemerkt haben. Oder? Wie früh? Ja, ich schätze mal so mit 13. Mhm. Welche Drogen? Ja, fing wohl mal an mit Cannabis, ging dann weiter über LSD, Ecstasy, Kokain ist da wohl auch im Spiel. Ja. Und ist dann also auch in die Kriminalität abgerutscht, ganz gewaltig. Fing an mit Autodiebstählen, erst so mit kleinen Diebstählen im Laden und ja, dann hat er Autodiebstähle begangen, hat Leute ein Handy abgezogen, Körperverletzungen. Hat er mit Drogen auch gedealt? Ja. Ja. Und ist auch jetzt verurteilt worden am 2.2. rechtskräftig zu 9 Monaten auf 2 Jahre Bewährung. Ja. Und man hat uns gebeten, ihn vorübergehend wieder aufzunehmen. Wir hatten ihn also in verschiedenen Heimen, weil hier mit ihm ein Leben nicht möglich war. Wir haben noch 4 weitere Kinder. Die jünger sind als er und die mit ihm also überhaupt nicht klarkommen und auch nicht konform gehen können, weil er sich halt eben in keine Gemeinschaft einfügt und immer konträr gegen alles ist. Er hat keinen Schulabschluss, er hat sich nie um Arbeit bemüht, steht nur auf dem Standpunkt, Vaterstaat müsste ja irgendwas für ihn tun. Und das ist eine Meinung, die wir hier nicht vertreten, mit der wir auch nicht konform gehen können. Das heißt, jetzt in der Situation in der Familie gab es dann in der letzten Zeit auch immer wieder Konflikte und Streitereien. Ja, ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Er ist auch gewalttätig geworden. Gegen und der Höhepunkt war denn, jetzt vor 2 Tagen hat er seiner 8-jährigen Schwester ein Messer an den Hals gehalten. Oh. Und das nächste war dann der 5-jährigen Feuerzeug unter die Nase und hat sie gefragt, hast du schon mal gebrannt? Und da gab es dann hier ganz fürchterliche Auseinandersetzungen. Und aus all dem habt ihr jetzt die Konsequenz gezogen? Ja, wir haben ihn rausgeworfen mit Polizeigewalt, haben ihn also des Hauses verwiesen und haben gesagt, wir möchten also auch keinen Kontakt zu ihm nicht mehr. Ja. Haben zu all dem auch noch Strafantrag gestellt gegen ihn, also Strafanzeige erstattet. Gegen den eigenen Sohn? Ja, es ging nur nicht mehr. Wir arbeiten schon seit Jahren mit dem Jugendamt zusammen. Und die Strafanzeige hat jetzt die Folge, dass?
dass seine Bewährungsauflagen wahrscheinlich, seine Bewährung aufgehoben wird. Und er in den Knast muss. Und er wieder in den Knast muss. Wo ist er jetzt im Moment? Ja, er treibt sich hier irgendwo in unserer Nachbarschaft rum. Er war also heute wieder hier und hat versucht, uns Scheiben einzutreten. Hat die Randale gemacht. Ist das eine, ich stelle es mir sehr schwierig vor, als Eltern, als Mutter in deinem Fall, ja quasi einen eigenen Jungen anzuzeigen. Das ist grauenvoll. Das ist also ganz fürchterlich. Und das ist jetzt ein Resultat letztendlich von 5 Jahre krimineller Karriere, die ihr da mitgemacht habt. Ja. Von seiner Seite und ihr. Er hat uns auch geschlagen und getreten. Hat euch auch geschlagen und getreten. Ja. Und ihr es kapituliert habt und ihr sagt, wir können das nicht handeln. Wir können das nicht irgendwie regeln mehr. Ja, wir haben also immer wieder mal gesagt, jetzt ist Schluss und wir wollen nicht mehr. Und immer wieder kam irgendwo dieses Gefühl, oh Mensch, du bist die Mutter und du bist der Vater und du kannst das nicht und du kannst nicht einfach abschreiben. Machst du dir oder macht ihr euch gegenseitig irgendwie Vorwürfe, dass ihr sagt, wir haben da was falsch gemacht? Gegenseitig nicht, uns selber wohl. Jeder einzeln für sich so? Ja, man sucht irgendwo auch die Ursache für das Ganze. Wo liegt die Ursache, hast du eine Ahnung? Nein. Also wir gehen davon aus, wir sind damals aus Hamburg weggezogen, aufs Dorf. Weil wir gesagt haben, unsere Kinder sollen nicht in der Großstadt groß werden. Was ja ein guter Ansatz ist. Ja, und das war also unser Untergang. Ne? Wir sind dann einmal in den Landkreis Hildesheim gezogen. Da ist dann unsere Tochter im Alter von 3 Jahren sexuell missbraucht worden. Und sind dann also dort auch fluchtartig wieder weggezogen. Ach du lieber Gott, da wolltet ihr es gut. Und zieht aufs Land und dann passiert gleich so ein Unglück. Ja. Und sind dann jetzt hierher gezogen, wo wir jetzt wohnen. Und ja, und da ist er dann also in so schlimme Kreise gekommen, vermute ich mal, wo wir ihn auch nicht mehr rausholen konnten. Er hat sich also überhaupt nicht mehr reinreden lassen. Jetzt will ich gar nicht fragen, nach Schulabschluss und so hat er natürlich nicht. Hat er nicht, Nee, ist klar. Auch, macht auch gar keine Ambitionen. Er erzählt zwar immer, er will eine Kochlehre machen, aber ich glaube, da glaubt er genauso wenig dran wie wir. Gab es denn in all den Jahren mal Kontakt zu einem Jugendpsychologen, einem Therapeuten? Psychologen, Psychiatrien, wir sind also in der Psychiatrie mit ihm gewesen. Wir sind bei Psychologen gewesen. Wir sind mit dem Jugendamt arbeiten wir ständig zusammen, schon seit Jahren, da haben wir uns versucht, Hilfe zu holen. Aber alles sinnlos? Alles sinnlos. Also selbst das Jugendamt hat kapituliert und hat gesagt, also halt stopp, wir können nichts mehr tun. Jetzt ist natürlich die Frage, wirken ein paar Monate Gefängnis? Wohl kaum, ne? Ja, eher nicht, denn er hat jetzt 4 Monate gesessen und hat also die herzzerreißendsten Briefe geschrieben, weil wir hatten also vor seiner Gefängniszeit schon 6 Monate keinen Kontakt mehr zu ihm, hatten ihn also völlig aus den Augen verloren und kriegten dann also die herzzerreißenden Briefe aus dem Gefängnis. Was euch dann nochmal aufgeweicht hat oder erwärmt hat, ihm dann doch nochmal die Tür zu öffnen? Ja, naja, klar, er hat auch geschworen, es ändert sich alles und es wird alles besser. Und seid ihr beiden euch denn, du und dein Mann, seid ihr euch einig in den Es gibt keinen Streit zwischen euch, dass der eine sagt, nee, komm, wir machen so und der andere sagt so, das nein, nicht. Nein, überhaupt nicht. Wir sind also halten da sehr zusammen und auch die Kleinen stehen sehr hinter uns. Und mein Mann hat aus erster Ehe schon 2 große Kinder. Dennoch ist es ja eine Katastrophe, ne, für euch. Ja. Ja, kann man so sagen, muss man auch so sagen. Und wenn man dann so hilflos dasteht und alles Mögliche versucht hat und mit Jugendamt und Psychologen und alles funktioniert nicht, ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr einschneidend. Und ganz fürchterlich. Ja. Man hat immer das Gefühl, man selber fällt in dieses tiefe schwarze Loch. Und immer, selbst wenn man sich alles 1000-mal vor Augen führt, bleibt wahrscheinlich dennoch, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ein Rest von schlechtem Gewissen. Ne? Dass man denkt, man hat vielleicht doch selbst einen Fehler gemacht und sucht es bei sich auch. Ja, also das Jugendamt hat uns gesagt, wir haben also 4 andere und die sind echt super. Sind tolle Kinder. Der nächstälteste ist 13 und die jüngste ist 5. Und die gehen also alle ganz konform mit uns und machen auch alles, machen ihre Schule und sind lieb und versuchen uns auch zu entlasten, weil sie merken, dass uns das halt hier eben sehr belastet alles. Weißt du, was ich darum gäbe, mit deinem Sohn mal zu sprechen? Aber das ist ja wahrscheinlich nicht zu arrangieren, oder? Gar nicht, nee. Weil er lässt sich auch auf überhaupt kein Gespräch ein. Das ist alles, für ihn ist das alles nur Scheiße und er sagt das, geht ihm alles nur am verlängerten Rücken vorbei. Ja. Ich habe so manchmal das Gefühl, die Schiene, die er jetzt fährt, die findet er halt eben selber sehr schön. Vielleicht ist er immer noch nicht genug, tief genug gestürzt.
Ja, das, meine Mutter sagt das auch immer, ich soll ihn fallen lassen. Und das ist immer so. Ja, aber jetzt hast du ihn ja fallen lassen, du hast ihn angezeigt. Also krasser kann eine Mutter ja gar nicht, oder können Eltern ja gar nicht vorgehen gegen das eigene Kind. Tja. Es muss irgendwas geschehen, dass der Junge aufwacht, aber das ist wahrscheinlich sehr schwierig, jetzt von außen das irgendwie zu vermitteln. Man kann nur hoffen, dass er im Gefängnis auf einen guten Psychologen stößt. Aber das kann man in der Regel ja auch vergessen. Ja, wenn er dahin kommt, wo er jetzt 4 Monate war, also auch die haben kapituliert, die haben ihn zum Schluss also nur noch in Einzelhaft gehalten. Also du hast richtig, das heißt, du hast richtig Angst um den Jungen, auch wenn der irgendwann wieder rauskommt, dass er noch schlimmere Sachen anstellt. Ja, vor allen Dingen, dass er uns angeht, denn er droht uns also uns umzubringen und das ist jetzt so weit, dass wir also hier wegziehen werden und weit weg, dass er uns auch nicht finden kann. Ehrlich, dazu habt ihr euch jetzt entschieden schon? Ja. Das bedeutet ja, wenn ihr seid ja eine große Familie, wenn die ganze Familie umgesiedelt wird, quasi um nicht auffindbar zu sein für den Jungen. Das ist schwierig auch für die Kleinen sehr schwer. Hast du eine Unterstützung? Hast du eine Beratungsstelle, wo du quasi dich so rückversichern kannst, auch ob das alles so gut ist für dich und was du machst und was gar ihr nichts. Macht? Mir geht's gar nichts. Sehr schlecht und ich bin also auch vom Herzen her nicht sehr gesund. Und es belastet einen halt. Ich glaube nämlich, dass wenn ihr in einer solchen Extremsituation seid, dass ihr eine Begleitung braucht, eine psychologische Begleitung. Ich meine, allein die Tatsache, dass du hier jetzt angerufen hast, beweist mir ja schon, dass da auch ein Gesprächsbedarf ist und auch eine Sehnsucht, einfach sich auszutauschen und zu reden und so weiter. Ja. Ganz großer, weil... Nun können wir das natürlich in einem 10-Minuten-Gespräch gar nicht leisten. Aber lass uns das mal als Anknüpfpunkt jetzt nehmen oder als Einstieg vielleicht auch für eine Hilfe für euch, eine Begleitung für euch. Mein Psychologe hat das Gespräch jetzt mitgehört, das wir beide geführt haben. Ja. Wir werden dieses Gespräch jetzt hier beenden auf dem Sender und dann ruft mein Psychologe, der Peter, dich an. Ja. Und ihm sagst du, wo du wohnst und dann könnt ihr gemeinsam mal herauskriegen, was da an begleitender Hilfe möglich ist für euch, für dich und deinen Mann. Ja, ist gut. Ja, machen wir es so? Ja. Dann wünsche ich dir und deinem Mann vor allen Dingen auch und deiner restlichen Familie alles Gute. Ja. Und hoffentlich können wir euch ein bisschen helfen. Domian, ich danke dir, dass du uns zugehört hast. Martina, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Thomas, guten Morgen, 31. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Mein Thema, ich habe im Januar meine Frau mit dem Messer bedroht und anschließend vergewaltigt. Mhm. Im Januar? Jetzt am 7. Januar, ja. Mhm. War Verhandlung jetzt gewesen, also ich habe 6 Wochen in U-Haft gesessen. Ja. Ich habe jetzt 2 auf 3 Jahre Bewährung bekommen. Ja. Mit Bewährungsauflagen. Ist auch ein bisschen wenig, ne? Ich muss das Schmerzensgeld meiner Frau bezahlen. Ich habe noch einen Sohn, den darf ich nur übers Jugendamt sehen. Ein Sohn mit der Frau zusammen? Nein, ich bin nicht mehr mit ihr. Also wir sind zwar verheiratet noch. Ja, nur aber das Kind habt ihr gemeinsam. Das haben wir gemeinsam. Ja, wie alt ist das Kind? Der wird 4 Jahre jetzt. Wie lange wart ihr denn verheiratet? Wir waren jetzt im Mai wären das 7 Jahre gewesen. 7 Jahre? Ja. Ist zum ersten Mal sowas Heftiges vorgefallen? Ja. Zum allerersten Mal? Zum allerersten Mal. Oder hast du die Frau früher auch schon mal bedroht oder geschlagen? Domian, überhaupt nicht. So, jetzt erklär mir, was da in dem Januar, am Anfang Januar, was da vorgefallen ist, was da in dir vorgegangen ist. Ich muss ein bisschen weiter zurück. Also das muss ich so sagen. Wir hatten eigentlich eine gute Ehe gehabt. Wir sind im Dezember folgenden Jahr, Entschuldigung, dass ich hier, ich bin halt ein bisschen nervös jetzt. Das macht nichts. Im folgendes Jahr im Dezember sind wir halt zu den Eltern gezogen, haben ausgebaut, da gab es riesengroßen Krach, wir haben viel Geld noch mit reingesteckt und so weiter in den Ausbau und da haben wir uns verstritten, sind wieder ausgezogen, ich bin mit meiner Frau mitgezogen und mit meinem Sohn, dann sind wir wieder in unsere alte Wohnung, bevor wir zu meinen Eltern sind, wieder hin. Und dann ist sie in die Türkei geflogen, kam wieder und sagt einfach, es ist Ausschluss und vorbei. Also Urlaub in der Türkei. Genau. Und ich muss sagen, in der Zwischenzeit
wo sie im Urlaub war, ja, weil wir hatten einen Anwalt eingeschaltet wegen dem Geld, ja. Also ich merke, lass mich unterbrechen. Also ich merke, dass da Schwierigkeiten waren mit dem Wohnen hin und her. Ja. Ja. Und diese Schwierigkeiten irgendwie auch auf eure Beziehung sich niedergeschlagen haben. Richtig. Sie fährt alleine in Urlaub und kommt zurück. Das war dann im Januar, ne? Nee, das war dann im August. Ach so, wir sind erst da. Mhm. Ja, im August. Und dann sagt sie, auf einmal ist es Ausschluss und vorbei. Mhm. Wegen einem Brief, den meine Eltern geschrieben haben an meinen Rechtsanwalt. Weil sie halt, ich hatte noch Geschwister hier und sie war halt illegal. Also die Geschwister, die hat noch zwei Schwestern, ja, und die waren illegal hier. Und das konnte meine Frau nicht verkraften und die hat mir halt die Schuld gegeben, immer wieder, ja. Von wo illegal? Aus Polen. Ach so. Gut, das müssen wir jetzt auch nicht so ganz im Detail erzählen. Ja. Ne, wir wollen ja auch jetzt, wir sind ja gerade erst im August. Ja. Jetzt machen wir doch mal einen Sprung von August zu Januar, wo du das gemacht hast. Wo du deine Frau mit dem Messer bedroht hast, wo du deine Frau vergewaltigt hast. Mhm. Was ist an dem Tag, an den Stunden vorher vorgefallen? Ich hatte mit meiner Frau telefoniert wegen meinem Sohn. Mhm. Und wir hatten abwechselnd eine Woche bei mir, eine Woche bei ihr. Das heißt, ihr wart da schon getrennt quasi? Ja, ich bin ausgezogen dann aus der Wohnung, ja. Ja. So, und da wollte ich zu ihr gehen, aber weil wegen meinem Sohn, weil sie wollte ihn sehen dann. Mhm. Und aber da war das schon zu spät geworden, ja. Da habe ich meinen Sohn zu Hause hingelegt, also bei meinen Eltern, ja. Die haben da aufgepasst, wo ich auf Arbeit gehen musste. Bin dann zu meiner Frau gefahren. Und da habe ich sie nochmal gebeten und gebettelt. Erst habe auf die Knien vor ihr gelegen, ja, dass sie bitte doch wieder zurückkommt zu mir. Also das war dein Anliegen, die ganze Zeit. Dein Anliegen war, du wolltest wieder, dass die Frau zu dir zurückkommt. Genau. Ja. Wir hatten auch am Samstag noch einen Kinobesuch, hatten wir vereinbart, ja. Ja, gut, jetzt lass uns mal weiter. Du bettelst und kniest vor ihr, komm doch wieder zurück. Ja, und die tut mich halt ablehnen, ja. Sie sagt immer wieder, wie das auch schon immer gewesen ist, nein, lass mich in Ruhe und laber mich nicht voll. Und dann ist es so passiert, dann wollte ich rausgehen auf Arbeit, weil ich ja auf Arbeit gehen wollte normal. Ja. Ich sehe in der Küche das Messer, hab das Messer genommen und bin zurück zu meiner Frau und hab gesagt, bitte bleib bei mir. Und da habe ich gesagt, weil ich habe so an dem Moment an den Kleinen nur gedacht. Hast das Messer ihr da schon an den Hals gedrückt? Nein. Ich habe das vor ihr gehalten. Ja. Und sie hat dann gesagt, leg das Messer weg. Das habe ich ja dann auch getan. Also ich habe sie nicht irgendwie angestochen oder sowas, oder zugestochen. Mhm. Hab gesagt, hey Magdalena, hab gesagt, hier, bitteschön, ich möchte noch ein Kind von dir. Ja. Was ja schon reichlich bescheuert ist, ne, in der Situation. Ja, ich habe aber in dem Moment, weil das ja um den Kleinen mitging, und ich dachte, ich könnte unsere Beziehung nur retten, vielleicht noch mit dem Kind, ja, aber das war ja so, du stehst mit dem Messer vor der Frau, die nichts von dir mehr wissen will. Ja. Sagst zu der, in dieser schon hochemotionalen Situation, ich will von dir noch ein Kind. Ja. Dann sagt die wahrscheinlich gedacht, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Das hat sie bestimmt auch. Die hat ja gesagt, was ist mit dir los? Das hat sie ja auch von mir noch nie erlebt. Und wie ist es dann zu der Vergewaltigung gekommen? Ja, also, mir kam das vor, als ob nicht direkt mitgemacht hätte. Sie hat ja zwar dann auch geweint, aber ich habe es halt dann getan. Also sie hat natürlich, nachdem du gesagt hast, ich will noch von dir ein Kind, was hat sie gesagt? Nein, ich will von dir nichts mehr wissen. No. Und, und dann hast du das Messer etwas näher an ihren Leib herangeführt? Nein, das hatte ich da vorher weggelegt. Ich hatte ja. Ach so, du hast sie vergewaltigt, ohne dass du ein Messer in der Hand hattest. Genau. Aber du hast sie vergewaltigt. Ja. Du hast. Geschlagen habe ich sie aber nicht. Also, sie hatte auch bei dem Gutachten, bei dem Ärztlichen, weil da wurde ja noch ein Gutachten gemacht. Also, sie hatte keine blauen Flecke oder irgendwie was anderes oder. So, jetzt ist natürlich, wenn man das so hört, kann man ja nur den Kopf schütteln und sagen, hat der nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ist der von allen Sinnen verlassen? Ja. Ja, gibt es aber auch nicht, du hast das ja versucht, noch irgendwie so ein bisschen zu erklären, du bist ein erwachsener Mann von 31 Jahren. Ja. Wenn deine Frau, deine Partnerin mit dir nicht mehr zusammen sein will, kann man das ja nicht erzwingen. Das ist ja sowas von schrecklich, was da vorgefallen ist, dass einem die Spucke wegbleibt. Du bedrohst deine Frau mit dem Messer, wo sie auch schon gewisse Todesangst vielleicht schon hatte. Ja. Aber Angst, was heißt Todesangst? Sie hat Angst. Und dann passiert auch das noch. Ja.
So, und heute, wie stehst du dazu? Ich muss auch sagen, ich hatte schon probiert, im November dich zu erreichen, ja. Mhm. Wollte ich mit dir einfach mal sprechen, weil ich war wirklich seit August, ich konnte nicht mehr klar denken, meine Beziehung, die war mir eigentlich das Wichtigste, ja. Also meine Frau und der Kleine vor allen Dingen. Und ich konnte es nicht glauben, dass das auseinandergeht, das Ganze. Lass uns doch nochmal über die Tat sprechen. Nachdem das passiert war, alles, hat deine Frau dich angezeigt? Nein, ich habe mich selber angezeigt. Du hast dich angezeigt? Ja. Wann? Unmittelbar danach oder erst? Unmittelbar, wo das passiert ist, habe ich bei meinem Arbeitgeber gleich angerufen. Am gleichen Tag noch? Wir waren fertig, ich habe mit meiner Frau noch gesprochen, es tut mir leid, ich zeige mich an jetzt. Mhm. Und da habe ich meinen Arbeitgeber angerufen, dass ich nicht mehr komme, wahrscheinlich länger nicht mehr. Mhm. Gut, und das muss ich gleich sagen, dass ich das natürlich auch auf dir wieder anrechne, positiv anrechne, dass du das getan hast. Dass du es auch so vor allen Dingen sofort gemacht hast, wo du noch in der Gefühlswallung drin warst und in deinem Rausch, wie immer man ihn auch näher bezeichnen soll. Das respektiere ich schon, das muss ich auch jetzt sagen. Mir tat es doch selber leid, Domian. Das heißt, meine Frage, wie stehst du heute zu der Tat, erübrigt sich insofern, wenn du dich selbst angezeigt hast, sagt mir das ja, dass du das sehr bereust und... Ne? Oder? Ja, na natürlich. Was sagst du denn? Ich habe, verstehst du, einen Menschen, den ich geliebt habe, vor allem 7 Jahre zusammen war. Mhm. Und dann, aber in dem Moment habe ich den Kleinen noch vor mir gesehen, weil ich hatte den Kleinen immer gehabt, verstehst du? Aber das Schlimme ist natürlich, dass du dir dadurch noch mehr kaputt gemacht hast, als vorher schon kaputt war. Jetzt ist ja noch mehr kaputt. Natürlich, Auflagen und alles. Mhm. Ich kann den Kleinen halt nur übers Jugendamt sehen und die haben bis jetzt noch gar nichts gemacht. Also seitdem ich jetzt auch wieder draußen bin, den Kleinen durfte ich noch nicht einmal sehen. Und also du hast aber so richtig fulminante Scheiße gebaut, ne? Ja. Das kann man so sagen. Das kannst du laut sagen. Ja, das kann man so sagen. Mhm. Weil du nicht anerkennen wolltest, dass etwas vorbei ist. Weil du die Gefühle deiner Frau nicht respektiert hast. So sieht's aus. So sieht's aus. Mhm. Ich kam einfach nicht drüber weg. Mhm. Deswegen, ich wollte so gern einfach mit dir auch nochmal reden im November und was ich machen könnte. Und ich habe irgendwo Rat gesucht, aber... Mhm. Aber nun gibt es ja nicht nur hier meine Sendung, wo man sich Rat suchen kann. Es gibt viele andere Möglichkeiten. So, nun ist die Vergangenheit so, wie sie ist. Die ist jetzt nicht mehr veränderbar. Nein. Jetzt muss man sehen, oder musst du sehen, dass du ab jetzt dich wirklich sowas von gut verhältst und korrekt verhältst, dass all das ein bisschen in den Hintergrund tritt, was natürlich schon sehr lange dauern wird. Ja. Wie will deine Frau, deine Ex-Beziehung, will sie überhaupt noch dich sehen? Hat sie? Ich habe mal mit ihr nochmal telefonisch gesprochen und ich kann auch mit ihr reden jetzt so, aber komischerweise, die sagt, die Tat, die ich hier, also das, was ich hier angetan habe, findet sie gar nicht so schlimm. Das, was meine Eltern getan haben, das finden die viel schlimmer. Das hat mich schon gewundert, dass sie da sowas sagt. Ja. Also, dass die Eltern ihr angetan haben? Ja, worüber wir gerade gar nicht so ausführlich gesprochen genau, haben. Genau, richtig. Mhm. Und das macht mich irgendwo, ich sage Magdalena, du musst doch erstmal das sehen, was ich dir angetan habe. Das ist doch das Schlimmste. Mhm. Aber es ist jetzt so geregelt, hast du gerade gesagt, dass unter Aufsicht des Jugendamtes du schon dein Kind sehen kannst. Ja, aber wie gesagt, bis jetzt hat sich da noch nichts getan und der Kleine habe ich jetzt mitgekriegt, ich weiß nicht, weil er ist ja wirklich auch sehr an mir gehangen, also hängt auch, ja. Meine Frau hat mir gesagt, am Telefon zum Beispiel, der schläft nur mit meinem Bild ein und fragt halt viel nach mir und so weiter, und... Also Thomas, nochmal, ich finde gut, dass du das so getan hast, dass du dich selbst angezeigt hast. Ich glaube dir auch deine Reue und ich glaube dir, dass dir das sehr leid tut. Was ja, glaube ich, schon eine sehr wichtige Voraussetzung ist, auch für einen Neuanfang für sich selbst, wenn man das selbst so sieht, wie du es formuliert hast gerade. Aber du musst halt jetzt eine harte Zeit durchgehen und das ausbaden, was du angerichtet hast. Ich hoffe, dass du sehr viel daraus lernen wirst. Da kann man viel daraus lernen, aus dem, was vorgefallen ist. Ich hab vorher auch meine Frau nie geschlagen, Domian. Mhm. Verstehst du? In den 7 Jahren Ehe. Ich hatte meine Frau nie einmal angefasst. So, jetzt möchte ich, dass du noch in Ruhe, weil wir haben ja nicht so endlos Zeit hier, dass du in Ruhe mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern solange du möchtest, sprichst. Das ist okay. Ja, dann legst du auf und Peter, so heißt er heute Nacht, ruft dich an. Okay, danke.
Alles Gute, Thomas. Ja, danke dir auch. Auf Wiederhören. Wiederhören. domian@wdr.de, unsere E-Mail-Adresse, die Telefonnummer nochmal 0800 220 5050. Und jetzt bin ich verbunden mit der Renate. Und Renate ist 42 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Renate. Wir haben schon mal zusammen gesprochen, vor gut 3 Wochen. Aha. Zum Thema die Macht der Mütter. Ja. Aber jetzt geht es um was ganz anderes, und zwar um den Geruchssinn, den ich auch vor 3 Jahren verloren habe. Mhm. Das ist echt unvorstellbar manchmal. Vor 3 Jahren den Geruchssinn verloren? Genau. Komplett verloren? Komplett. Durch und was? Und soweit auch den Geschmackssinn. Ja. Durch was hast du es verloren? Ich habe eine Erkältung gehabt und 4 Wochen später ungefähr, ich dachte, irgendwie komisch. Dann alle sagten dann, boah, riechst du das nicht? Ja. Ich sage, ich rieche überhaupt nichts. Ja. Und da ich Kinder habe und wenn die so den ganzen Tag die Turnschuhe anhatten, ist es ja nun atemberaubend, der Geruch. Mhm. Und ich habe nichts mehr gerochen. Mhm. Bin dann auch zum Arzt. Ja. Aber du musst es doch schon gemerkt haben, auch beim Essen kochen, ne? Dass da was nicht stimmt mit dem Abschmecken. Ja, es hat alles irgendwo, ist auch heute noch, dass alles gleich schmeckt. Ja, ja. Beziehungsweise gar nicht schmeckt. Ja. Ja, bin dann zum Arzt. Und dann hat er einen Geruchstest gemacht und auch einen Geschmackstest. Da sagt er, ja, ist nichts. Dann haben die einen CC gemacht vom Kopf. Mhm. Da ist nur festgestellt worden, dass die Nasennebenhöhlen eben halt ein bisschen entzündet waren, oder beziehungsweise, dass es da am Abklingen war. Und ja. Da ist nichts dann gefunden worden. Ja, das heißt, man weiß nicht direkt, woher das kommt. Das ist irgendeine Folge von der Erkältung. War das eine heftige Erkältung? Ja. Ja, eine sehr heftige Erkältung. Ne? Und ich fasse das seit 3 Jahren. Ja. Ich habe ja damals vor ein paar Wochen, hatten wir das Thema HNO, Hals, Nase, Ohren, auch mit ein oder zwei Leuten gesprochen, die davon auch erzählt haben. Das ist ja eine erhebliche Beeinträchtigung des Lebens, ne? Der Lebensqualität, sagen wir so, der Lebensqualität. Ja, vor allen Dingen, es geht so gerade so Weihnachten, diese Zeiten, wo nun ganz tolle Düfte sind. Ja. Die man nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, aber jetzt nochmal, lass uns nochmal auf das Essen zurückkommen. Du bist eine Hausfrau. Ja. Du hast viel zu kochen und zu machen in der Küche. Wie kochst du denn dann überhaupt? Ja, so wie es, sag ich mal, früher gemacht habe, nur im Abschmecken lasse ich die Familie soweit. Das macht die Familie dann? Mhm. Ich habe mal gekocht, habe dann so viel Gewürz dran getan, dass mein Bruder gesagt hat, willst du mich vergiften oder was? Ich sage, warum? Das ist so schade. Dem lief das Wasser am Kopf runter. Ist es denn bei dir so, dass du wirklich definitiv nichts schmeckst oder so extreme Sachen, so wie extrem salzig oder extrem süß? Gar nichts. Gar nichts. Also. Definitiv gar nichts. Gar nichts. Mhm. Ich kann zum Beispiel dieses Sambal Oleg nehmen, einen Löffel kannst du im Mund nehmen, kannst essen. Also ich merke es nicht. Ja, ja. Das bedeutet doch auch, dass du keinen Spaß am Essen hast. Nein, überhaupt nicht. Man isst es eigentlich, weil es halt nötig ist. Ja, um was im Magen zu kriegen, wenn man ein Hungergefühl hat, stopft man da irgendwas rein. Ja. Das könnte auch rohes Zeug sein, das ist völlig egal. Hauptsache, man hat eine Füllung im Bauch. Genau. Mhm. Ja, und was für mich ganz schlimm war am Anfang, weil man nicht weiß, ob man jetzt vom Körper her riecht. Mhm, das glaube ich. Ja. Immer wieder gesagt habe, ich sage, wenn was ist, bitte sagt mir das. Ja, ja. Neigt man dann zu einer übertriebenen Körperhygiene, weil man Angst hat, oh, da könnte ein bisschen Schweiß irgendwie doch riechen oder... Ja, also ich habe gesagt, so 3-mal am Tag so duschen oder in eine Wanne gehen, ständig die Klamotten wechseln, ist also ganz normal gewesen am Anfang. Was vermisst du am meisten? Ja, was ich am meisten vermisse, sind jetzt so wirklich von den Blumen von draußen. Mhm, also die Gerüche in der Natur. Ja, genau, weil ich also auch sehr viel für die Natur überhabe. Ja. Und ja, eben halt so Vanilledüfte und was. Mhm. Finde ich also ganz toll, weil die halt nicht mehr wahrnehmen kann. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Für mich wird das auch sehr schlimm, weil ich auch so ein Geruchsmensch bin und sowohl unter schlechten Gerüchen leide, aber auch gute Gerüche liebe. Und wenn das alles weg wäre plötzlich, ist das schon schlimm. Das ist vor allem so, die so um einen rum sind, da sagen ganz viele, aber froh, dass du das nicht riechen kannst. Naja, das sagen die so, ne? Nur das sind ja bei den unangenehmen Sachen, aber bei den angenehmen. Ja. Oder auch geht's gefahrmäßig, wo ich gesagt habe, im Auto ist es schon mal gewesen, dass dann sogar, Mama, das riecht hier so komisch. Ja, kriegt man auch nicht mehr, wenn es schmort irgendwo. Oder. Und da habe ich gesagt, ich könnte vielleicht was, was ich in der Luft liege, ich würde dicken so auf dem Herd was vergessen. Ja, ja. Und ich würde wirklich erst merken, wenn das Feuer da wäre. Wie ist es so mit, benutzt du noch quasi dann nur für andere Leute Parfüm? Ja. Das schon? Ja, was ich früher auch benutzt habe. Mhm.
Und das benutze ich auch weiter. Ja, da weißt du auch, welche Menge du auftragen musst, damit es nicht zu penetrant riecht. Also keine neuen Experimente mit neuen Parfüms, das geht nun nicht. Genau, das mache ich auch nicht. Ja. Bedeutet diese Untersuchung, von der du gerade erzählt hast, auch, dass die Ärzte da überhaupt nichts machen können, dass du dich damit abfinden musst? Er hat zu mir gesagt, es könnte wiederkommen. Mhm. Es kann aber auch so bleiben. Der hatte mir dann auch hier von diesen Schüsslersalzen, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war. Ja. Gegeben und sollte das nehmen, habe das auch eine ganze Zeit genommen, was auch überhaupt nicht zu dieser Zeit. Und was ich dann auch viel mache mit diesem Meerwasser, diese Nase immer spülen und so weiter, was ich auch immer noch mache, aber es bringt aber gar nichts. Was ist so deine Sehnsucht? Jetzt haben wir gerade über das Riechen gesprochen, dass du gerne mal wieder Frühling und Blumen riechen möchtest. Was würdest du so gerne mal wieder richtig schmecken? Du sagen würdest, wenn der Teller vor mir stünde. Mit was drauf? Jedes Gemüse hat ja noch einen anderen Geschmack. Mhm, und das so richtig jetzt zu sagen, so das ist richtig, richtig frisches Gemüse. Ja, ja. Und das rauszuschmecken. Ja, ja, glaube ich. Wie ist es mit den Getränken? Trinkst du Kaffee noch oder Tee? Ja. Das schon. Aber. Obwohl es auch sinnlos ist, ne? Ja, vielleicht von der anregenden Wirkung, das ist vielleicht ganz nett, aber vom Geschmack merkst du es ja dann auch nicht. Ich merke es höchstens, wenn es ein anderer Kaffee ist, dass ich so brennen kriege, der viel Säure hat oder was. Ja. Aber nicht vom Geschmack her. Mann, Renate, dann wünsche ich dir, dass das von alleine wiederkommt. So wie es gekommen ist, aus heiterem Himmel quasi, dass es dann auch irgendwie wieder sich ein... Das hat man ja schon oft gehört, ne? Dass es dann sich wieder eingefunden hat bei den Menschen. Ja, ich habe gehört, was der eine aussagte, der auch 20 Jahre... Genau, in der Sendung war auch jemand. Ich werde mir das jetzt auch nochmal holen. Ja. Die Biometrol. Ja. Und werde es probieren. Ja, ich würde auch alles Mögliche ausprobieren, wenn es dann noch so abstrus ist, ne? Ja. Also alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, Renate. Ja, tschüss. Michaela, 36, guten Morgen. Hallo. Hallo Michaela. Hallo, Albtraumvorstellung, nichts mehr zu schmecken und nichts mehr zu riechen. Ja, ne? Aber passt doch zum Thema. Ich habe vor 2 Tagen zufällig deine Sendung gesehen, da ging es um Fleisch. Genau. Und ich hatte zufällig am selben Tag ein Erlebnis mit Fleisch, was mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Und habe an dem Abend dann angerufen und kam auch direkt durch und war aber dann schon relativ spät und Ende der Sendung und ein netter Mitarbeiter hat mich jetzt heute zurückgerufen. Na, das ist ja wunderbar. Und was war das für ein Erlebnis mit Fleisch? Also ich arbeite nebenher, also als Job sozusagen in einer Weinbar und habe da jetzt das schöne Vergnügen auch kochen zu dürfen. Die machen ganz leckere Kleinigkeiten da und ich musste an diesem Tag einen Kalbskopf zubereiten. Klingt schrecklich. Ein Kalbs. Wenn jetzt unser Veganer wieder zuhört, der mich da beschimpft hat. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht an dem Abend. Und hier vor allen Dingen, der heute den Brief geschrieben hat. Ja, ja. Also, das klingt ja selbst für mich als Nicht-Vegetarier ein bisschen schauderhaft. Nimmt man einen ganzen Kalbskopf und legt den in die Bratpfanne, oder wie? Ja, nee. Also genau. Nee. Also auch die Gäste stellen sich vor, sie kriegen dann einen Kalbskopf serviert. Ja. Das ist nicht so. Am Ende auf dem Teller sind Scheiben von einer Art Pastete oder Terrine. Ach so. Aber die Zubereitung selbst bedeutet schon, also du hast nicht den ganzen Kalbskopf, aber du hast 2 Gesichtshälften von dem Kalb. Immerhin. Also du kriegst die Hälfte des Kopfes kriegst du in die Küche. Du kriegst also beide Gesichtshälften. Es fehlt der Knochen, es fehlen die Innereien, aber du hast beide Gesichtshälften. Mhm. Es ist auch noch ganz deutlich sichtbar ein Nasenloch und ganz deutlich sichtbar ein Augenlid. Da ist auch vielleicht nochmal die ein oder andere Wimper dran. Ehrlich? So? Ja, so. Das ist also schon ziemlich komisch. Und das musstest du alles sauber machen? Ja, genau. Da muss man dann schauen, dass man irgendwie die Härchen entfernt und abflammt mit so einem Brenner. Und muss aufpassen, dass das Auge nicht nochmal aufgeht von alleine? Oder ja, so? Da ist ja kein Auge mehr drin. Nein, das war jetzt auch ein schlechter Scherz. Jedenfalls muss man das Ganze dann kochen und es riecht nicht irgendwie unangenehm oder so, weil das wird ganz lecker mit Pfefferkörnern. Moment, du kochst dann je eine Hälfte? Du machst beide Hälften in einen Topf mit Wasser. Ach so. Und da kommt dann Lorbeerblatt rein und Nelken und Pfeffer und Essig und so ein Kram und dann riecht es ganz fein. Aber man muss es dann... Aber da ist doch gar nichts dran, da ist doch kein Fleisch großartig dran, oder doch? Doch, da ist, also Fleisch ist dran, dann ist so eine Masse drin, also ich kenne das noch von meiner Oma, die hat früher immer Kalbskopf-Sülze gemacht, weil der Kopf hat irgendwie so eine Konsistenz oder da gibt es irgendeine Masse im Kopf, die macht dann so eine sülzartige, klebrige Geschichte. Mhm. Und aber, was also vor allen Dingen heftig war für mich, da ist die Zunge noch drin. Genau, die Zunge, die große, lange Kalbszunge. Genau, das ist ja so eine raue Zunge. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, wie so ein Kalb mir mal an der Hand geschleckt hat und genauso sieht die auch aus, so rau und groß. Die ist ja riesig, ne? Die ist bestimmt 3-4 Mal größer als unsere. Ja. Ach, noch viel größer. Kann man so sagen, ja. Und die muss man nachher schälen, weil die Haut von der Zunge ist ziemlich hart und das muss man dann runter machen. Also man häutet die Zunge? Ja.
Und dann muss man die ganzen Knorpel entfernen, also man muss lauter unangenehme Dinge entfernen aus dieser Masse. Und am Schluss hat man dann aber eben eine Masse übrig, die man in eine Terrine tut und festdrückt und kalt stellt und die dann tatsächlich sehr lecker schmeckt. Also diese Zunge wird vermengt mit den anderen Sachen auch? Genau, es wird alles klein geschnitten, alles klein in Würfel und vermischt. Und sag mal, in der Zunge, in der Kalbszunge sind Knorpel? In der Zunge selbst nicht, aber im Kopf, also in diesen Gesichtshälften kann das schon mal vorkommen. So, dann ist das so eine Art Terrine hinterher. Was ist denn mit den Knochen? Die hat der Metzger schon rausgemacht, netterweise. Achso, die sind dann weg. Gott sei Dank, ja. Und schmeckt das? Schmeckt lecker, erstaunlich. Ja. Also ich muss zugeben, ich esse ja gerne Fisch und Fleisch. Ja. Und was eigentlich auch so ein bisschen meine Ambition war, an dem Abend anzurufen, ist die, wenn ich schon Fleisch esse, finde ich persönlich eigentlich ein ganz großartiges Erlebnis, sowas auch mal irgendwie angefasst zu haben und gesehen zu haben und nicht immer nur im Supermarkt das schöne, finde rote, ich auch. Abgepackte Fleisch. Ich finde auch, dass man eigentlich als Fleischesser, sollte man auch Manns genug sein Frau genug sein, das von Anfang an auch zuzubereiten, ne? Und deswegen ist es für mich eigentlich eine tolle Erfahrung. Ja, glaube ich. Es war zwar, ich hatte schon so Momente, wo ich mal kurz irgendwie zu meinen Kollegen gesagt habe, es gibt was ich morgens um 10 lieber tue, als eine Zunge zu schälen, Aber ich finde es im Nachhinein, ich finde es gut, weil ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe schönes, rot angeleuchtetes, wunderbar abgepacktes Fleisch und ich sehe das Tier dabei nicht mehr, ne? Soll ich mal was verraten? Wenn die Vegetarier wieder laufen. Ja. Ich habe als Kind schon mal einen Huhn geschlachtet. Oh. Und das war schon eine krasse Erfahrung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe Verwandte, die haben einen Bauernhof. Und da war ich so, ich weiß nicht, 12 Jahre alt oder so. Und meine alte Tante, das war so richtig klassisch mit dem Beil. Ne? Also, oh, das stelle ich mir schon auch echt hart. Also, ja, wir müssen... Muss ich sagen, weil ich hätte ja auch zum Beispiel Probleme, einen Fisch tot zu machen. Ja, ja. Wobei ich jetzt eben mit diesen Geschichten, die ich da lerne, ich durfte da von einem ganz tollen Koch ganz viel lernen, schon so bin, dass ich denke, wenn ich in die Verlegenheit käme, würde ich es, glaube ich, müsste ich da irgendwie durch. Ja. So. Also ich fand das damals als Kind auch irgendwie schlimm. Ja. Aber ich bin durch die Verwandten so herangeführt worden, das gehört eben auch dazu, auch zum Leben eines Bauernhofs, dass eben ein Tier auch so geschlachtet wird. Und dann habe ich es selbst gemacht. Da habe ich dann schon eine gewisse Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Heute bin ich froh, ich weiß, wie sowas geht. Ja, aber du isst kein Fleisch, oder? Doch. Deswegen, diese Grunderfahrung finde ich, man sollte es nicht nur abgepackt im Supermarkt kaufen, man gar nichts mehr sieht, wo kommt es eigentlich her. Ne? Wenn, dann muss es auch von der Pike an irgendwie mal verfolgt werden. Was heißt das? Ne? Und noch dazu ist es einfach auch wirklich dann ein Vergnügen, nachher zu sehen, was rauskommt, muss ich sagen, weil es wirklich delikat schmeckt. Ganz toll. Ja. Und das macht schon Spaß. Und das Feedback zu bekommen und so weiter, also ist für mich schon irgendwie, finde ich ganz super. Das glaube ich. Nun gibt es ja sehr fanatische Leute, die uns Fleischesser doch sehr beschimpfen. Also so jemand wie der vorhin den Brief geschrieben hat, entschuldige, aber den halte ich für um einiges gewalttätiger als einen Menschen, der Fleisch isst. Ja. Tut mir leid. Das war nun auch sehr krass. Finde ich auch. Kannst du denn dennoch in einer gewissen Weise Vegetarier oder vielleicht auch Veganer nachvollziehen? Absolut. Meine beste Freundin isst fast gar kein Fleisch, weil sie damit große Probleme hat und ich kann das schon nachvollziehen. Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe einen Hund, ich habe ein Aquarium, ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Und also ich war auch mal in einem Schlachthof und habe das gesehen und dann konnte ich dann auch schon irgendwie ein paar Wochen kein Fleisch mehr essen. Das habe ich auf dem Bauernhof auch mal mitbekommen und das hat mich sehr berührt, dass die Tiere, die sind ja nur alles andere als doof, vor allen Dingen Schweine. Ja, eben. Dass die Schweine, wenn die geschlachtet werden sollen, das irgendwie, sagt, mein Onkel sagt immer, die spüren das und dann schrien die so sehr. Ja. Das war schon sehr traurig. Das hat mich als Kind dann schon sehr, sehr nachdenklich gestimmt. Deswegen, ich hab für Vegetarier jedes Verständnis, aber alles, was so arg dogmatisch wird und dann aber eben auch so anfeindend, finde ich irgendwie schwierig, muss ich sagen. Ich finde Leben und Leben lassen, das ist ein bisschen blöder Spruch in dem Zusammenhang. Aber. So Michael, ich würde gerne mal von deiner Terrine probieren, aber das geht ja leider nicht. Ist weit weg wahrscheinlich, ne? Ist weit weg. Danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Du, dein T-Shirt ist super. Das ist nett, ne? Das trage ich ab und zu sehr gerne hier in der Sendung. Ganz toll. Dankeschön. Und viel Spaß weiterhin. Danke, tschüss. Ciao. So Freunde, das war's für diese Woche. Danke fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören und danke an mein Team, an Uli Krapp, an Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Gudrun Hausen, Marc Sommer, Christian Part und Claudia Binsfeld. Wir sind nächste Woche natürlich wieder da, um 1 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann in der freien Themennacht. Und ihr könnt natürlich immer mailen unter domian@wdr.de. Ich sag's nochmal, mailt bitte
immer mit eurer Telefonnummer, wenn ihr gerne in die Sendung wollt. Und mailt bitte nicht zu ausführlich, weil wir nicht die Zeit dafür haben, das dann so ausführlich alles noch zu berücksichtigen. Und, was ich euch auch nochmal sagen möchte, wir können über Mail und schriftlich keine Beratung machen. Schaffen wir einfach gar nicht. Das übersteigt hier unsere Möglichkeiten. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Bis Montag. Bye, bye. Es ist 2 Uhr. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Madrid. In ganz Spanien haben am Abend Antiterror-Kundgebungen stattgefunden.